Hi Leute, weiter geht's mit Letzte Retro Fallout. Wir, oder besser gesagt, ich muss beim letzten Mal leider ganz kurzfristig Schluss machen, weil die Arbeit anrief. War heute Morgen und jetzt hatte ich ein paar Stunden Zeit zu überlegen, was ich denn jetzt eigentlich machen möchte, Leute. Erstmal natürlich den Sicherheitsspielstand speichern. So. Und ja, was machen wir jetzt eigentlich? Also ich habe ja das Bild fotografiert, die Karte, die habe ich mir tatsächlich auch schon angesehen, Leute. Und überraschenderweise ist sie fast genauso schlecht zu lesen, aber doch ein bisschen besser. Und also nicht wirklich viel besser, aber ein bisschen besser. Und ich hatte jetzt zwei Ideen, Leute. Nein, drei Ideen, Leute, die ich gerne nacheinander probieren wollen würde. Idee Nummer 1 ist hier irgendwo rechts war ja irgendwo hier diese... Ah, da ist sie, Leute. Hier. Ich würde gerne hier... Gib mir mal ein Feld weiter weg. Nicht so. Egal, auf jeden Fall, ich würde gerne hier jetzt. Nein, das war falsch, aber egal. Das Dynamit zünden wollen. Und wenn es nicht funktioniert, dann lade ich die Spielstelle wieder, damit wir das haben. So, 10 Sekunden sollten reichen. Ich glaube, ich. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Okay, ich kann hier nichts machen. Okay, das hat nichts gebracht, Leute. Vielleicht. Ich lade jetzt den Spielstand nochmal neu. Ich war ja leider nicht ganz dran, nachdem ich leider verkackt hatte. So, also. Hier versuchen wir jetzt das nochmal, Leute. So. Also, 10 Sekunden. Und dann fallen lassen. So, jetzt ist es genau da dran, Leute. Und ich hoffe, das wird funktionieren. Das ist ja das Loch, bei dem die Ratten rauskamen. Und meine Hoffnung war, dass wir dann irgendwie hier weiter können. Laut Karte geht es ja hier noch weiter. Hier ist sogar auch... hier ist ja Storage Room, Leute. Und ich habe... Das hier konnte ich tatsächlich auf der Karte lesen. Ich weiß nur leider nicht mehr, was es war. Muss ich selbst nochmal lesen. Moment. Das war Armory, also Waffenlager ist hier, Leute. Und hier ist... Das kann ich nicht lesen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hier durch die Tür würde es durchgehen und dann wäre hier gleich die nächste Tür hier ins Waffenlager. Deswegen hatte ich ja gehofft, dass wir irgendwie hier reinkommen könnten, aber es hat leider nicht funktioniert. Also hier so, ins Waffenlager oder über das Loch irgendwie so, aber das hat ja leider nicht funktioniert. Ich sehe Eingang. So, ein Großhaufen Steine, sie sehen für diese Region typisch aus. So, so, wo ist denn da Eingang? Egal. Meine zweite Idee war, Leute, dass es hier in dem Bereich hier unten zwei Lüfter gibt. Deine ist der hier. Lüftungsschlitz. Aus diesem Lüfter kommt fast keine Frischluft. Das heißt aber, dass da welche Luft rauskommt. Und da würde ich jetzt gerne versuchen, ja irgendwie durchklettern zu wollen. Hier unten gibt es auch noch einen. Das ist mein zweiter Versuch. Okay, weiter geht's nicht mehr. So, öffnen. Also, kann ich nicht. Öffnen.
Hat nicht funktioniert. Okay. Was geht denn noch? Falle. Du kannst keine Fallen finden. Okay. Wissenschaft. Ich kann nichts dazu lernen. Reparieren. Ich kann das nicht reparieren. Okay. Kann ich da irgendwas drauf anwenden? Irgendwie glaube ich nicht. Wenigstens vielleicht das Messer, aber nein, lieber nicht. Gut, dann versuchen wir den Lüftungsschlitz hier unten. Der müsste hier irgendwo sein. Ich sehe nochmal auf die Karte, wo ungefähr er ist. Er sollte ungefähr, also hier bei dieser Wand gegenüber sollte er sein. Verfolgen wir diesen Schlitz hier also, müsste es genau hier sein. Du siehst unverletzt aus. Das freut mich, dass ich unverletzt aussehe. Okay, ich glaube, das funktioniert irgendwie nicht. Okay, das funktioniert also auch nicht. Mist. Halt, da war gerade... Achso, das war nur... Er hat nur das gewechselt. Kann ich da jetzt hin? Nein. Okay. Ihr habt keine Ahnung, Leute. Hier hatten wir ja schon mal das Dynamit hingelegt. Dann versuchen wir jetzt meinen zweiten Einfall. Oder dritten, besser gesagt. Okay, ich kann das nur auf Gegner werfen. Verdammt. Wir haben ein Problem, Leute. Meine Ideen sind gerade ausgegangen. Verdammt. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, hier soll es gar nicht weitergehen. Und wir finden hier gar nichts. Sondern wir müssten es irgendwo anders finden. Das hier sollte wahrscheinlich nur unser erster Anhaltspunkt sein, wo wir dann auch Ausrüstung kriegen und sowas. Wir gehen also einfach mal weiter. Wir gehen zurück. So. Es ist echt blöd, Leute, weil ich glaube, jetzt habe ich dann, also 3 Tage hat die Zeit, die Reise, glaube ich, gekostet. Deswegen glaube ich, habe ich jetzt dann insgesamt 6 Tage verschwendet durch diese Reise. Vielleicht sogar 7, weil ich einen ganzen Tag hier unten war. Das ist ein bisschen blöd, aber naja, hilft jetzt halt nicht. Oh, interessant. Da sehe ich jetzt halt nichts mehr. Ah! Hier unten. Also wir haben hier einmal die Raiders, das war ja das oben. Und hier haben wir... Ah, Raiders und Junkton und Tubbs sind hier. Oh, verdammt, das ist ziemlich weit weg, Leute. Volt 15. Ich hab halt sonst auch nichts. Wir haben auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Orte nicht entdeckt. Okay, wir gehen jetzt einfach mal nach Shady Sands zurück, Leute. Vielleicht können wir ja jetzt... Oh, da ist irgendwas passiert, Leute. Irgendwas ist passiert. Ach, du Kacke. Hier stirb. Mystunkraut. Aber ich kann das hier nicht. Hier kann ich nichts machen.
Ja, also ich kann hier nichts machen, Leute. Wir haben einen riesigen Fußabdruck gefunden. Hauen wir ab. Nach Shady Sands. So, Garten, Brahminstall oder wir gehen natürlich zum Eingang. Es ist dunkel. So, in der Stadt brauchen wir natürlich die Waffen nicht. Dama, sehr Dank, du bist hier, Wanderer. Mein Mädchen, Tandi, Aradeshs Tochter wurde entführt. Wir glauben, dass irgendwelche Gangsterbanden dahinter stecken. Wir hätten also nur mal kurz raus und wieder rein müssen, Leute. Üble, wo halten sich die Gangsterbanden auf? Okay. Ich hatte dir meine Hilfe nicht zugesagt, ich habe nur... So, sie sind südöstlich von hier. Bitte beeil dich, wer weiß, was sie ihr sonst noch antun. Ich habe genug mit meinen eigenen Problemen zu tun. Wie viel ist dir das wert? So, ich wusste, dass du ein herzloser Söldner bist. Ich versichere dir, dass wir... Okay. Okay, wir kümmern uns drum. So, dann gehen wir jetzt noch hierher. Ich glaube, wir haben auch schon Level 4 erreicht, oder? Muss ich jetzt mal nachsehen. Level 4, genau. Und uns fehlen noch knapp 3.500 für das nächste Level. Oh, ganz gut. Gut, dass du gekommen bist. Ich brauche dringend Hilfe. Meine Tochter Tande ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also versucht sie zu retten? Mein Volk hat keine Erfahrung. Schon 3 Patrouillen suchen nach ihr, aber keine kam zurück. Hilfst du mir? Klar, aber das hat seinen Preis. Natürlich belohne ich dich. Bring sie und du erhältst 500 in Hubscript. Hilfst du mir? Okay, wer könnte sie entführt haben? Seth und ich glauben, dass ein Gangsterclan dahinter steht. Vergeltung für unseren Widerstand. Nimm den Speer. Er wurde gefunden, wo meine Tochter verschwand. Okay, ich werde dem nachgehen. Bitte, sprich mit Seth. Er weiß viel über die Gangster. Gott mit dir, Wanderer. Okay. Jetzt haben wir den Speer. Hier. So, Stab mit einer messerscharfen Spitze. Der Stab ist aus Holz und die Spitze aus bearbeitetem Stahl. Mindeststärke 4, Gewicht 4 Pfund. So, 3 bis 13 Reichweite 2. Also da hat sogar eine größere Reichweite der Speer. Das finde ich super. Finde ich super. Dann würde ich das mal so machen. Zack. Und eventuell hätten wir ja hier noch... Leute. Ah, fuck. Ich habe nicht neu geladen, nachdem ich das Dynamit benutzt habe, oder? Kann das sein? Ich lade noch mal kurz neu. Ich habe nämlich keine Lust, auf das Dynamit zu verzichten. Das Dynamit ist wichtig, Leute. Damit können wir vielleicht den Chef besiegen, bevor überhaupt er irgendwelchen großen Schaden machen kann. Und vielleicht sogar 3-4 Leute irgendwie fertig machen von denen. Shady Sands. Ja, yeah, ein neues... Na toll, ich verbringe ein Neujahr irgendwo in der Wüste, Leute. So, jetzt sind wir in Shady Sands. So. Wie viel ist das wert? Okay, ich kümmere mich drum. Gut, dass du gekommen bist. Mein Volk hat keine. Natürlich belohne ich dich. Seth und ich glauben. Bitte. So. Jetzt
haben wir ja den Speer, der kommt hier runter. Und das Dynamit haben wir jetzt, das haben wir jetzt wieder. Super. Dann wird jetzt gespeichert, Leute. Und wir reden mit ihm. So. Okay. Kannst du mir ein bisschen helfen? Helfen, deine Erfahrung wäre nützlich. Wer stellt es mit ein bisschen Action? Nein, so nicht. Komm wieder, wenn du ein paar Deckel hast. Okay. Er will mir nicht helfen, Leute. Das ist problematisch. Verdammt. Aber ich hab euch doch schon so viel geholfen. Hm. 99 Deckel. Uns würde also noch ein Deckel fehlen. Aber das Messer würde ich ungern hergeben. Vielleicht kann ich ein oder habe ich Skorpionschwänze? Dann würde ich einen Skorpionschwanz hergeben. Nein. Okay, ich gebe ein Gegengift her, Leute. Ich hoffe, das ist okay. 50. Na, dann will ich jetzt 51. Mist. So, dann können wir ihn uns jetzt holen. So, ich frage nochmal. Ah, verdammt, er will immer noch nicht. Hä? Kannst du mir ein bisschen helfen? Nein, danke, ich werde hier gebraucht. Bitte was? Ich habe gerade extra mit dir gehandelt und ein Gegengift geholt. Okay, wenn wir jetzt bis zum Morgen warten, vielleicht geht es ja dann. Verdammt, offenbar will er nicht, weil wir das jetzt ausgeschlagen haben, ihm zu bezahlen, obwohl wir das Geld hatten. Und davor ging es immer, weil wir das Geld hatten. Verdammt, wir können nicht alleine gegen die alle kämpfen, Leute, das geht nicht. Und wir können auch nicht im Nahkampf gegen den anderen Typen da weiterkommen. Aber ich habe jetzt zum Glück direkt davor gespeichert. Ich lade jetzt einfach nochmal neu. Okay, er mag immer noch nicht. Dann handeln wir jetzt. Wir machen dasselbe Angebot nochmal. Gebongt. Gehen wir. Ein bisschen Action tut bestimmt gut. So, ich brauche Ausrüstung, mich richtig um den Jungs kümmern zu können. Okay, na egal. Wir gehen jetzt einfach raus und gehen direkt hin. So, zu den Raiders. So. Gut, wir sind hier nicht im Kampf. Jetzt wird also hier nochmal gespeichert. Also, wir haben ja schon mal hier alles durchsucht, deswegen werde ich das nicht nochmal tun. Wenn du keinen Ärger willst, steck das Ding besser weg. Okay, wir stecken das mal weg. Okay. Wir durchsuchen erst jetzt mal wieder alles, Leute. So, handeln. Vielleicht haben die ja was Tolles. Wobei, ich glaube, das kriegen wir nachher sowieso alles.
Das heißt, ich muss gar nicht handeln. Aber ich würde mich schon gerne umsehen, ob wir irgendwelche tollen Sachen hier finden. Oder bringen wir sie erst um? Ach, bringen wir sie erst um, Leute. Gespeichert haben wir eh.